diese Explosion danach einfach ein bisschen ausweichen. Also ihr müsst es jetzt nicht unbedingt, aber einen hohen Schwierigkeitsgrad haben die richtig fett Damage, wo die raushauen, weil sie viel Leben haben. Aber dann sind wir eigentlich auch schon viel zäher. Okay. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Okay. Also hat er eigentlich auch einen Grund, ihn zu töten, weil wir schon einen Anführer haben, der so grässliche Dinge macht. Was ist denn hier? Gruppenversammlung im Altersheim. Was? Weg damit. Wir machen Platz für die neue Generation. An die Großmütter, die dann Uschi und irgendwie Malatea oder irgendwas ganz komische Namen haben. Weil man heute so blöde Namen den Kleinen gibt. Oh je. Ich habe noch einen alten Namen, ich heiße Sven. Zum richtigen Namen und ja, finde ihn eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Nur weil er alt ist. Aber das denken viele leider auch anders. Wie steht ihr so dazu, wenn man so komische Namen, also neue Namen den Jungen gibt? Also ich weiß ja nicht. Für mich sind es nicht mehr so Namen. Und Sven kommt ja von Svensson. Und Svensson war, glaube ich, ein Wikinger. Und auch ein recht guter. Weiß jetzt nur nicht von welcher Saga oder von welcher Geschichte einfach. So, Leorix Korridor. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. No. Ich sehe nicht gerade hübsch aus. Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Hui, der macht mir Angst. Ich komme, Kane. Der hat mich schon so lange begleitet. Ich hau ihn jetzt. Ich lasse ihn jetzt nicht sterben. Ich hau den Skelettkönig eins in die Fresse. Keine Angst. Ich komme. Kopfspalte tot, Kopf gespaltet. Ah, hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Nichte hat mich gebeten, euch zu suchen. Und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Gib's zu, du bist einfach nur faul. Aber wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram.
Das weiß man ja schon lange. Kane ist halt voll besessen in seine Bücher und seine Recherche über die Nephilim und so. Ja, ja. Na, jetzt ist dran. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. Doch nicht mehr lange. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Es war meine Pflicht zu helfen. Nun würde ich gerne mehr über den gefallenen Stern erfahren. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es mit Gewissheit als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. 1001 Geschichte von Kane. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Dann werde ich dem ein Ende setzen. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Na, jetzt haben wir noch einen roten Helm. Sieht irgendwie komisch aus. Z. Okay. Jetzt hab ich ein Buch. Nein, auch kein Buch. Kane schreibt wieder Bücher. Aber hier drin ist wieder ein Buch. Oh, ja. Onkel Deckard ist wieder zu Hause. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Ich bin so froh. Aber der Skelettkönig? Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen, hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Ja, Tristram. Die Stadt der Angst. Okay, schauen wir mal beim Händler nach. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht... Kaufen wir mal ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob die viel einbringen beim Schmied. Aber ich kann es ja mal mit dem zeigen. Ein neues Schild. Nice. Oh, sieht cool aus. Sonst Schuhe. Oh, Schuhen. Ja, Intelligenz bringt uns nicht so viel. Ja, sieht geil aus. Hier kann man Gegenstände zerlegen, aber nicht Händler-Items, stimmt. Okay, gehen wir mal zum zweiten Händler, der jetzt zur Verfügung ist. Ich habe ein Muss mir aber versprechen. Egal, und verkaufen das Teil. Und neue Schuhe. Ich wusste es. Ich hätte ihn nicht kaufen sollen. Sonst Heiltränke. Ja. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Habt ihr gehört? Der alte Ramon. Und hier ist der Juwelier. Bei dem kann man Edelsteine höher stufen. Schmuck herstellen. Materialien vorhanden. Wir haben noch keinen Schmuck. Und Edelsteine entfernen von den Items, die man reingesockelt hat. Also die Edelsteine, die man in die Items gesockelt hat, wieder rausnehmen. Seid ihr Hedrick? Deckard Kane sagte, ihr könntet mir dabei helfen, Leorics Krone zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen?
Ihr tragt eine schwere Bürde. Ich werde euch helfen. Ist halt ein bisschen zu leise immer noch. Ja, ein bisschen weniger. Dank, folgt mir. Ja, schon viel besser. Ja, diese Soundanpassung sollte in den Spielen einfach eine automatische Soundanpassung geben. Das ist halt schwer zu umzusetzen. Meine Freunde, es tut mir leid. Tut eure Pflicht, Schmied, auch wenn es euch schwer fällt. Ja, hau mit dem Hammer drauf. Der Schmied mit dem Hammer. Ja, wie viel sind hier noch? Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Hedrick, hilf mir! Restliches Ding. Das ist nicht mehr deine Frau. Die ist hässlich. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Ihr schuldet mir nichts. Aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leoriks Krone begrüßen. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Jetzt könnten wir hier wählen zwischen Vitalität und gewährt ein Leben pro verbrauchtem Zorn. Und Distanz und Nahankampfangreifer erleiden einen Schaden pro Ziffer. Ich weiß nicht, Vitalität brauchen wir noch nicht so. Ist zwar wahrscheinlich besser, aber bringt uns nicht so viel. Und Life Leech ist doch viel besser. Ja, noch eine große Reichweite. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Hier hat seine Höhle. Die ist, glaube ich, optional, ja. Und ja, man könnte sie kurz betreten, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange eine solche Höhle ist. Die habe ich eigentlich nie gemacht. Weil sie einfach nicht so gewinnbringend ist. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Machen wir mal später, damit wir später auch noch Content haben, wenn die Story weg ist. Also, wir die Story durchgespielt haben und nichts mehr heimbringt uns. Nicht genug Zorn. Oder wir einfach die Story neu beginnen und dann ja, mal da durchkommen. Weil wir dann ja nicht das Let's Play einfach sputen sollten. Ja, sputen muss ich sowieso nicht, aber damit es ein bisschen flüssiger ist, ihr nicht schon alles vergessen habt, wenn ich endlich mal aus der Höhle komme. Nein, ich meine einfach, dass es jetzt einfach für mich wichtiger ist, die Story durchzuspielen. Und der optionale Weg dann danach machen. Überall brennt es. Ja, nicht erwischt.
Irgendwie verstehe ich diese Reichweite vom Schild dann manchmal nicht. Manchmal hat es AOE, manchmal nicht. Komisch. Ja. Hier. Dies wird ein guter Kampf. Ja, das Reden ist eine Elite. Vorzüglich. Ich benötige mehr Zorn. Zitrale. Ich muss mal die mit töten. Nicht genug Zorn. Eierlegende Wollmilchsäue. Red nicht rein, okay? Danke. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Noch los, nicht bereit. Irgendwie sind die ganz zäh. Das nervt. Du bleibst hier. Ich muss dich töten. Töten. Ach, wie viel sind hier noch? Ach, das sind die Dienen, da müssen sie so zäh. Kann dir das nicht besser anzeigen? Zuerst mal den großen fetten Sieg. So. Jetzt fehlen nur noch die kleinen. Die Diener. Was ich noch schön finde, dass jetzt die Diener anders aussehen als die Bosse. Als andere Klasse haben zu. Ja, jetzt kommt schon der nächste. Ich benötige mehr Zorn. Wir gehen auf die Groteske, weil die tötet auch den Rest hier. Fast. Ja, natürlich die Champions nicht. Ihr nervt. Geht weg. Tschüss. Hallo. Halt ab. Ungeziefer. Tschüss. Nehmen wir. 11 zu Stärke. Ja, nehmen wir. Viel besser, wenn wir ein bisschen stärker werden. Wie das sich so anhört, wenn der Flegel angreift. Und diese Blutspur da unten. Lecker. Kreuzzug hält nicht. Level 9. Vorher war ich da ungefähr Level 5 oder so. Seinen neuesten Patch hat man ja diese angepasst. Jetzt sind die Gegner eigentlich immer unter unserem Level. Dann haben wir mehr Erfahrung bekommen und sind jetzt Level 9. Schauen wir mal, was Schlitzen jetzt für hat. Und Strom. Okay, zu betäuben ist nice. Schildstoß hat zerborstetes Schild. Nice. Eisenhaut. Vier Sekunden lang. Ich mag solche Angriffe irgendwie nicht. Also so Buffs, die nur 4 Sekunden dauern. Verspotten. Ja, wenn es sonst nicht ist. Dachten wir jetzt dann im Multiplayer.
Away Damage hat das Schild Darth bekommen. Nice. Und jetzt hat sie überall Blitze hier. So. Geht weg. Noch die alte Schmiede suchen. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein. Doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. So, wir haben sie gefunden. Wenn wir jetzt diese Leiche aufnehmen, also looten, dann kommen Monster. Aber hier haben wir noch einen anderen, einen Waller. Eine Monsterschar. Übertreibst du mit den Explosionen. Wirke Katar, der Töten da. Ja, wirkt doch noch mehr auf die Uschi. So. Und? Kommt ihr? Seid ihr aber toll, wie ihr da rausgekommen seid. Seid einfach faszinierend, fast wie Magier. Illusionisten seid ihr.